Und dann sieht das Ganze gut aus. Oder? Servus und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute wieder ein extrem spannendes Thema vor. Und zwar werden wir Ziegelriemchen an die Wand, Küchenrückwand hier im Hintergrund anbringen. Und dazu habe ich auch einen Gast, den Marcel. Servus. Hallo. Schön, dass du da bist. Er ist der Gründer der Firma Wiedergewonnen. Aber mehr dazu erzählen wir gleich. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, wir werden hier Ziegelriemchen an die Wand bringen und das Ganze ist keine Imitation, sondern wir haben hier wirklich echte Tonziegel. Und ja, Marcel, vielleicht sagst du ein bisschen was dazu. Ja, es handelt sich hier tatsächlich um einen Ziegel, der in Scheiben geschnitten ist. Mhm. Wir haben hier eine Oberkante und eine Unterkante und hier die Oberfläche, die raue. Und das Schöne ist bei diesem Produkt, dass wir wirklich ein ganz natürliches Produkt haben, was am Ende nur durch die Brennstufe verschiedene Farben bekommt. Mhm. Wir haben ganz verschiedene Ausführungen auf unserer Website wiedergewonnen.de und da sind die Muster auch erhältlich. Ah, okay. Also kann man sich auch mal kleinere Mengen zu sich nach Hause bestellen und gucken, ob es passt. Genau, richtig. Okay, spannend. Wir gehen jetzt hier auf die Wand ist schon gestrichen. Was sind so die klassischen Arbeitsschritte, worauf sollte man achten? Genau, also Grundierung fällt weg, dadurch, dass es gestrichen ist. Mhm. Jetzt könnte man den Kleber mit einer 10 mm Zahnkelle auftragen und dann die Riemchen wie Fliesen einfügen. Okay. Und anschließend hat man zwei Optionen. Man könnte entweder Fugenmörtel mit einem Fugeisen in die Fugen auftragen oder man entscheidet sich für Variante 2, dass man den Kleber, der im Untergrund ist, mit einem feuchten Pinsel nass glatt zieht. Okay, ich glaube, das ist auch die Variante, die wir hier verwenden werden und ich bin super gespannt, wie das Ganze später aussieht. Ich glaube, wir müssen noch abkleben, dass die Küche auf jeden Fall sauber bleibt und dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, zum Anmischen des Klebers nehmen wir den Sekret FKE. Das ist ein Flexkleber, mit dem der Ziegel sehr gut anzieht. Und den kann man auch auf unserer Website bestellen. Wir machen das, indem wir es in einen Eimer tun, Wasser hinzufügen und das Ganze rühren, bis es eine cremige Konsistenz wird. Das mache ich immer nach Gefühl, bis ich das Gefühl habe, dass es cremig ist. So ist die Konsistenz richtig, wenn das gut haften bleibt und aber nicht zu flüssig ist. Okay, also der Kleber, der wird auf die Rückseite der Zahnkelle gepackt und das möglichst ganz flächig, also die volle Seite, gut was drauf, nicht sparen. Und ja, dann hat man das hier gut aufgefüllt und anschließend trägt man das möglichst, man muss pressen, und trägt es dann an die Wand auf, bevor man es dann mit den Zähnen nachzieht. So, hier am Rand müssen wir ein bisschen Platz lassen, weil hier links nochmal eine Blende oben drauf kommt, genauso wie oben. Dazu habe ich auch noch mal ein Brett als Schablone, das können wir später dran halten, dass ja, man später einfach nur das Brett von der Seite reinschieben kann. Okay, wir wollen jetzt mit der ersten Reihe starten und wir wollen etwas Abstand zur Arbeitsplatte lassen. Das wird ca. 1 mm sein. Das heißt schon ein bisschen Kraft festdrücken. Genau. Wir wenden hier ein bisschen Kraft an, damit es auch richtig fix bleibt und nicht irgendwie nach unten oder oben sich bewegen kann. Zum nächsten Stein, dafür verwenden wir ein T-Kreuz mit 10 mm Abstand. Und das wenden wir so an, dass wir das hier reinsetzen und den nächsten Stein mit reinpressen. So, wieder den Abstand 1 mm halten zur Küchenplatte und dann sollte das Ganze gut klappen. Muss man auch nicht so festkleben, man merkt schon, der Kleber, der haftet direkt. Okay, für die nächste Reihe werden wir das so aufsetzen, dass wir die Mitte des oberen Ziegels auf die Lücke der unteren Reihe setzen. Dadurch hat man ein gutes Verbundsystem oder ein Verbandsystem, womit man dann ja, schön arbeiten kann, was am Ende auch sehr, sehr retro-lastig aussieht.
Jetzt sind die Kanten dran und hier sieht man schon, dass wir zuschneiden müssen. Ja, also was ich jetzt mache, ich werde ausmessen, wie viel ich hier noch brauche. Und ich sehe schon, aha, das sind 11 cm. Ich ziehe 1 cm ab wegen der Fuge und das sind dann 10 cm. Das münze ich hier um auf das Riemchen, fange hier an und sehe, aha, 10 cm und setze hier gleich den Schnitt. Hier ist ein Diamantscheibenaufsatz und das Ganze geht dann ganz gut durch den Ziegelstein. Jetzt füge ich das Ganze ein und habe somit das letzte Stück eingesetzt. So, wir haben ja anfangs mit diesem Abstandshalter oder mit diesen Kreuzen gearbeitet. Ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil die Riemchen, die haben unterschiedliche Maße. Die sind nicht alle perfekt gleich breit. Ja, ist ein Naturprodukt und das wird ja in Handarbeit gefertigt. Deswegen kann man auch nicht davon ausgehen, das ist ein ganz anderer Standard wie so eine deutsche Fertigung, Industrie. Deswegen machen wir das Ganze jetzt mit dem Laser und versuchen dann mal die Fuge ein bisschen auszumitteln. Ich habe mir jetzt zum Beispiel hier den Laser ausgerichtet. Der Kameramann verdeckt jetzt gerade den Laser. Jetzt ist er wieder da. Und guck einfach, welche von den Ziegelriemchen jetzt am tiefsten ist. Halt mir den Zollstock dran. Sehe jetzt, okay, ich habe hier 1,4 mm. Das ist auch die niedrigste. Im Schnitt bin ich aber so bei einem Zentimeter. Und dann gucke ich, dass die untere Fuge, dass wir die uns hier ausrichten. Und dann ist sie schön gerade und das sieht am Ende gut aus. Gerade habe ich den Kleber angerührt, ein bisschen zu dünn. Das merkt man daran, dass die Riemchen, wenn man sie anbringt, so noch so ein bisschen nach unten rutschen. Das ist nicht ganz optimal. Also lieber den Kleber ein bisschen dicker anrühren. So, wir sind jetzt an der obersten Reihe angekommen und natürlich ist es nicht so rausgekommen, dass der Stein oben perfekt passt. Wäre auch zu einfach gewesen. Das heißt, wir müssen die Steine nochmal längs schneiden. Machen wir genauso wie den Querschnitt mit einer Flex. Und ich habe jetzt hier so ein schmales Stück. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen Kleber drauf gemacht. Und dann schiebe ich mir den hier oben rein. Jetzt brauche ich auch keinen Laser mehr. So, schiebt es ein bisschen hin und her. Und dann sitzt er auch schon. Ich gucke, dass ich oben nicht zu viel Kleber habe, dass er rausquillt, dass wir oben schon eine schön saubere Kante haben, Schattenfuge. Und dann sieht das Ganze gut aus. Oder, Marcel? Absolut. Sehr schön. Ja. Oh, ja, direkt die nächste. Was ein Traum. Das passt. So, ich gucke mal, ob der Kleber da noch, man mit dem noch arbeiten kann. Zu viel? Wenn ich ihn andersrum mache. Dann kann ich deinen schiefen Schnitt kaschieren. Ach, guck mal. So, wir haben es geschafft. Jetzt nach knapp 8-9 Stunden Arbeit ist es getan. Ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von dem Ergebnis. Sieht richtig cool aus, passt perfekt hier in die Küche. Marcel, ihr habt ein richtig gutes Produkt. Dankeschön. Ja, und ich kann es nur weiterempfehlen. Ich habe eben nochmal auf Instagram was gepostet. Da kamen ein paar Fragen. Darauf können wir jetzt nochmal eingehen. Mhm. Eine Frage, die kam, wie sieht es aus mit dem Verfugen? Ich glaube, haben wir das schon angesprochen? Mhm. Ja. Aber kann ich noch mal gerne was zu sagen? Mhm. Also hier, es gibt zwei Optionen. Einmal die Fuge richtig dick ausfüllen mit einem Fugenmantel. Ja. Ja. Oder man nimmt den Flexkleber und streicht ihn mit dem Pinsel glatt.
Ja. Ne, der eh schon angebracht ist. Und dann hat man auch eine ganz, ganz tolle Schattenfuge. Man sieht hier schon jetzt gerade, ne, hier hat es richtig Schatten. Ja. Und das macht am Ende auch die Emotionen und das ganze Bild aus. Ne? Muss ich persönlich sagen, gefällt mir so auch deutlich besser. Mhm. Frage Nummer zwei, wie sieht es aus mit dem Versiegeln? Wir haben hier eine Küche. Mhm. Wenn hier Fettspritzer drankommen, wie kann man da vorbeugen? Ja, also da ist tatsächlich eine Versiegelung möglich. Mhm. Das kann man auch machen. Gerade wenn einem Fett um die Ohren fliegt, ne, dann ist eine Versiegelung eine gute Sache. Ja. Es nimmt ein bisschen die Atmungsaktivität von der Wand. Ja. Und das ist ja auch was ein schöner Nebeneffekt dieser Ziegelwand, dass die einfach die Raumtemperatur reguliert. Mhm. Das verliert man dann ein bisschen durch eine Versiegelung. Genau, also wenn ihr es vermeiden könnt, würde ich es vermeiden. Ist wirklich top fürs Raumklima. So eine Lehmwand kann richtig viel Luftfeuchtigkeit aufnehmen und dann wieder abgeben, wenn es nötig ist. So, und dann, das haben wir schon im Vorfeld geklärt, gibt es jetzt noch ein kleines Goodie für euch, die bis jetzt noch dran geblieben sind. Und das ist? Ein 10% Gutscheincode auf die Ziegel, egal welche in unserem Shop. Die könnt ihr gerne damit ziehen und 10% Nachlass. Okay, den Gutscheincode schreibe ich in die Videobeschreibung, schaut da gerne rein. Und ja, das war's mit dem Video. Schön, dass ihr mit dabei wart, hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Danke auch dir, Marcel, dass du hergekommen bist. Danke dir. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Jetzt ein Häkchen in die Glocke und sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, Kakao.